Guten Tag. Schaut gemütlich aus, aber gell? Ja, dann sag mal was. Was soll ich sagen? Grüß Gott. Grüß Gott. Hier sieht man die Frieser und alles neu mit den Profilen gehobelt. Die Gärungsprofile, also Schlitzzapf auf Gärung mit Profil, neu eingesetzt. Alles grundiert mit Leinöl. Und hier sieht man die Holznägel. Und hier sieht man einen Flügelast, der in einem Rahmen nichts zu suchen hat. Viel Spaß, schaut genau zu. Jetzt geht's los. Nein, warte. 1, 2, jetzt. So, der nächste Schritt, wenn das trocknet, diese Türe schleifen und zusammenbauen und verleimen. Aber zuvor muss ich die Elektronik einbauen. Und da muss ich mir jetzt überlegen, wo ich mit dem Kabel gehe, damit quasi, wenn ich im Haus drücke, man die Tür außen öffnen kann. Jetzt bin ich hängen geblieben und die ganze Frisur ist mir da unten ausgerissen. Um Gottes Willen, wie schaue ich jetzt aus? So, auf jeden Fall geht es hier weiter. Ich habe hier so einen elektrischen Türöffner. Den muss ich jetzt schnell herholen. Dieser elektrische Türöffner wird vom Haus angesteuert. Den kann man wechseln. Hier ist er jetzt für eine rechte Türe und unsere Türe ist in dem Fall eine linke. Dann muss man ihn so montieren. Also das kann man drehen und wenden, wie man will. Diese Bohrungen hier sind 52 mm. Hier braucht man nur zwei Kabel anschließen. Das schaffe sogar ich. Das hier ist bei der beweglichen Tür, weil ich eine zweiflügliche habe, kommen die hin, wenn ich die auch aufmache, die zweite, dass quasi der Kontakt gebrochen ist. Dann ist es sowieso egal, dann brauche ich keinen elektrischen Türöffner. Und wenn ich es schließe, die zweite Tür, die ist dann verriegelt, dann hat das Kontakt. Und ich kann im Haus drinnen drücken und der elektrische Türöffner öffnet die Türe. Auf jeden Fall muss das hier in den Falz hinein. Und das Kabel werde ich hier verlegen, wo die Füllung innen ist. Es werde ich hier so schräg hineinbohren und die Bohrung sieht man dann sowieso nicht. Die wird abgedeckt mit diesem Teil. Mir wäre es zwar lieber gewesen, ich hätte hier unten, ich könnte eigentlich hier unten auch den Öffner geben. Ja, denn hier liegt ja das Gewicht der Füllung auf und drückt auf das Kabel. Das ist hier nicht der Fall, denn hier liegt die Füllung unten. Jetzt ist nur interessant zu schauen, auf welcher Seite muss das montiert werden. Es ist besser, das ist im Stock und das ist in der Türe. Jetzt müssen wir schauen, wo das angeschraubt wird, quasi, dass beim Stock kein Nagel ist. Sonst müsste ich ja beim Stock in den Nagel fräsen. Hier ist der Nagel. Jetzt messen wir mal. Also bei 120 ist der Nagel und bei 140. 120 ist der Nagel und bei 140. Das heißt, jetzt schaue ich, wie tief der Falz hier hineingeht. So tief, das ist bis hierher. Hier ist Unterkante Falz und hier ist aber der Nagel. Das heißt, ich muss so schräg da hineinbohren. Ich will diesen Zapfen natürlich auch nicht verletzen. So bohre ich hinein, das zeichne ich mir an, dann habe ich die Richtung vorgegeben. Leider habe ich nur einen 12er Bohrer, das ist der einzige, den ich habe, der so lang ist. Die Werkbank anziehen. Jetzt habe ich mir hier ein Backel hergespannt. Hier habe ich das so gelöst, angezwingt. Das hier ist an die Arbeitsplatte niedergezwingt, dass ich hier den Rahmen habe. Auf der Hobelbank würde das natürlich viel einfacher gehen mit dem Banknecht, aber ich wollte euch das so jetzt auch mal zeigen. Die Tiefe habe ich mir schon eingestellt. Das hier ist nur, damit die Oberfräse gut aufliegt. Jetzt fahre ich nach unten, spanne an, jetzt sitze ich am Holz auf. Und diese Stärke will ich ja hineinfräsen. Das lege ich mir hier bei. Und jetzt fährt die Oberfräse um diese Stärke nach unten. Hier in der Mitte muss ich etwas mehr ausnehmen, damit dieser Strom und alles Platz hat, aber wo geschraubt wird, ist es so. Links und rechts habe ich mir auch angezeichnet, damit ich sehe, wo es aus ist quasi. So sieht das dann aus und jetzt fräse ich nochmal nach, denn hier unten gehört noch ein wenig weggenommen. Der Fräser ist nicht so stark wie das Teil. Dieses Teil hat 13 mm, mein Fräser hat 12,6. Hier werde ich dann tiefer nach unten fräsen oder mit dem Stemmeisen. Ich habe mich jetzt doch fürs Stemmen entschieden, denn diese Türe hat es verdient, dass sie nicht nur mit der Oberfräse behandelt wird. Hier stemme ich ein wenig so schräg, damit die Kabel wirklich schön Platz finden. So habe ich das jetzt ausgestemmt. Das geht ja wirklich nur um diesen Platz, dass es hier wirklich schön aufliegt. So passt das. Thank you.
Und hier sieht man ein wenig die Bohrung, weil ich so schief bohren musste. Also Gesellenbrief würde ich mit dieser Leistung nicht bekommen. Irgendwo ist es mir noch angestanden. Genau, hier nehme ich noch ein wenig weg. Hier ist dann nämlich die Schraube. Und das soll wirklich genügend Platz haben. Und beim Stemmen kann auch nicht so viel schief gehen. Mit der Oberfräse, jetzt hat die erste Ausnehmung schon gepasst. Und wenn ich dann mit der Oberfräse jetzt in der Mitte das weggenommen hätte, dann geht meistens was schief und dann ist alles kaputt. Und daher ist es auch manchmal aus diesem Grund schon sinnvoll, das Ganze wirklich von Hand zu machen. Das schaut gut aus, das passt, das hat Luft und das wird die bestromteste Türe, seit es Strom gibt. Man muss sich vorstellen, diese Türe wurde in ein Haus eingebaut, damals gab es noch gar keinen Strom. Oder es hat ihn schon gegeben, aber es hatte ihn keiner. Oder es hatte ihn nur der Bundespräsident. Und jetzt hat diese Türe in ihr drinnen sogar Strom. Die Entwicklung ist quasi vom Tellerwäscher zum Millionär auf diese Tür bezogen. Passt. Und jetzt muss ich natürlich beim Gegenstück genau so einfräsen. Vielleicht werde ich aber beim Gegenstück ein wenig mehr hineinrutschen, weil hier viel weggenommen wird. Das muss ja nicht genau aufliegen, bündig, wenn das ein wenig versetzt ist, damit bei der Verkleidung das nicht geschwächt ist. So, jetzt baue ich das wieder alles ab. Jetzt habe ich das Türblatt zum ersten Mal komplett wirklich ganz liegen, auch unten mit den Wangen für den Schlitz. 61, 61, 61. Es passt wirklich genau. Ich zeige euch das live. Ich hänge ein, zack, und es hat wirklich 61. Das wird jetzt ungeschnitten gezeigt. So. 61 und hier wieder 61. Und hier gibt es ein kleines Problem, ich hoffe, das könnt ihr sehen. Hier werde ich das ein wenig nacharbeiten. Sonst passen alle Gärungen wirklich hervorragend. Nur wie gesagt, bei dieser einen, das habe ich mir jetzt angezeichnet und da werde ich einen schönen Übergang hobeln und dann ist das auch in Ordnung. Dann werde ich das schleifen und werde die Füllungen schon streichen in der Farbe, die es dann später haben wird. Also nicht nur die Füllungen, auch die Rahmen muss ich streichen, diese kleinen. Denn wenn diese zusammentrocknen, sieht man das Massivholz hinten. Also die Fichte, das will ich nicht, das soll ja rot sein überall, wenn es trocknet auch. Und daher wird es jetzt geschliffen, Leinöl, Natur quasi, wird es grundiert und dann bekommt es drei Farbanstriche, wobei ich beim letzten Anstrich Standöl hineingebe. Das ist ein etwas dickeres Öl, aber dazu seht ihr später mehr. Beim Schleifen lasse ich euch nur ganz kurz zuschauen, denn das will ich nicht und ich glaube, ihr wollt das auch nicht unbedingt. Das ist so staubig, es verschlingt Zeit und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, los! Jetzt ist das bündig und jetzt kann ich schleifen. Hier das ordentlich schleifen, dass dann später diese Schlitz- und Gärungszapfenrahmen hier schön raufgehen. Hier bei den Gärungsschlitz und Zapfen habe ich vergessen, das habe ich jetzt gerade beim Schleifen gesehen, hier ist eine Hohlkehle drinnen. Die muss ich jetzt natürlich auch noch anhoben. Hier schaue ich auf die Kante, dann sehe ich, ob ich gleichmäßig bin. Hinten habe ich jetzt die Hohlkehle angehobelt und auf der anderen Seite will ich nicht hobeln, also beim Hirnholz will ich das mit der Schleifmaschine. Dieser Radius passt, denn wenn ich das hobel, reißt mir das aus, glaube ich. So schaut das dann aus, das sieht kein Mensch, dass das quasi geschummelt ist. Obwohl geschummelt ist das ja auch nicht irgendwie. Hier, das habe ich jetzt schon alles geschliffen, diese Füllung auch. Und bei dieser Füllung habe ich gesehen, dass der Rand ziemlich abgemorscht war, also wurmstichig. Das habe ich weggeschnitten und habe hier diese Leisten angeleimt, denn sie soll ja auch ordentlich halten, diese Füllung. So, das ist auch schon fertig geschliffen. Wenn es dann zusammengebaut ist, wird es sowieso nochmal geschliffen, so einmal drüber gegangen, also die Feinheiten quasi. Ich werde auch den zweiten Flügel jetzt auseinandernehmen. Zuerst habe ich mir gedacht, ich lasse ihn zusammen und streiche ihn. Aber hier ist ja dasselbe. Die Füllungen trocknen zusammen, dehnen sich auseinander und dann sehe ich später das Fichtenholz durchschimmern. Auf jeden Fall habe ich hier noch einen Originalriegel, der wäre zum Einlassen.
Aber für den Boden unten fehlt mir das zweite Stück. Das wäre dann so irgendwie so halbherzig. Ich habe aber zu Hause noch so einen alten aus den 40er Jahren mit zwei Triebstangen, so ein Riegel. Und ich glaube, ich werde mir diesen darauf montieren. Dann muss ich auch nicht Nut und Falz und so weiter fräsen für diesen Beschlag. Das Material, also die Türe wird nicht geschwächt. Auf jeden Fall stelle ich mich zur Verabschiedung hier zum Türstock. Hier ist noch eine alte Holzklingel. Wenn man hier andrückt, ist hinten eine Feder mal gewesen, die ist nicht mehr. Und dann hat es drinnen irgendwie geläutet. Eine stromfreie Glocke. Und ich habe noch eine andere an der Türe. Da muss man so drehen, aber das werdet ihr dann sehen. Ich werde den zweiten Flügel auch reparieren, restaurieren, herrichten, was geht, einleimen, wenn was kaputt ist. Ich hoffe, dass ich nicht viel Schaden daran sehe oder finde. Und auch der Türstock und oben das Fenster, das kleine quasi mit zwei Sprossen, wird restauriert und zusammengebaut. Und ich verabschiede mich wieder und ich sage danke. Es ist wirklich schön, dass ihr dabei gewesen seid. Schreibt in die Kommentare hinein, was ihr von sowas haltet. Hat sich das ausgezahlt, dass ich das gemacht habe? Hat es sich nicht ausgezahlt? Auf jeden Fall sage ich auf Wiederschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ja, wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss, danke. Gefällt mir drücken und das Ganze.